Hallo zusammen, Leute. Herzlich willkommen zu Wettlauf ins All. Wir sind auf dem besten Wege, super uns im Weltraum fortzubewegen Alles ist und, fertig zum oh, Start. und einiges im Weltraum zu erleben. Und So, es wird jetzt noch geht's los. richtig Hier ist geil alles werden. leer. Oh, wir haben nichts da, schade. Wir haben richtig geile Sachen noch vor uns, das Sollen kann wir ich der euch Kiste mal einen versprechen. Zunder geben? Jetzt noch nicht. Die Jetzt noch Forschung. nicht. Wir können so geile Sachen noch bauen, alle Leute. Ich kann euch versprechen, es wird Hammer jetzt in nächster Zeit. Der Traum geht weiter. Wir werden im Weltraum uns einnisten. Wir werden uns Chef, dort richtig. unsere Ah, Ausbildung ist zu Ende. sehr gut. Wir werden uns dort Wir richtig sind mit unserer amüsieren. Forschung fertig. Ah, Forschung fertig. So, ich habe mir jetzt ein paar Konstruktionslösungen ausgedacht, wie Astronauten schwerelos im Weltraum umherfliegen können, um Sachen zu reparieren. Ich habe die Raumanzüge noch etwas verbessert und Werkzeuge entwickelt, die die Astronauten trotz ihres großen Anzugs mit ihren klobigen Handschuhen festhalten können. Das Coolste, was ich konstruiert habe, ist eine Art Ein-Mann-Raketenmotor. Es ist eine Kreuzung aus einem Stuhl und einem Rucksack zum Umschnallen. Damit können Astronauten frei im Weltraum umherfliegen. Es hat nämlich einen winzigen Raketenmotor, den die Astronauten mit Hilfe von Knöpfen in den Armstützen steuern. Damit können sich Astronauten bis zu 200 Meter von ihrem Raumschiff entfernen. Cool. Oh, das war alles? Okay. Aber sehr schön. Guck mal, mit etwas Training im Schwimmbecken müssten die Astronauten verschiedene Arbeiten außerhalb ihres Raumschiffes ausführen können. Was meinst du, was soll ich jetzt machen? Ja, mal gucken. Fahrstuhlumlaufbahn auf jeden Fall nicht erforschen. Dann Sag bauen wir du, ein was Raumschiff. gebaut werden soll, Oh, und dann leg ich das los. Grundmodul. Dies ist echt spannend. Ich könnte nämlich eine Raumstation konstruieren, die in einer Ja, Umlaufbahn um die Erde kreist. das ist In der Hammer. Raumstation könnte ein Astronaut in schwerelosem Zustand forschen. Ja, wenn du willst, kann ich jetzt ein Grundmodul bauen, das der erste Teil der Raumstation ist. Ja, Leute, das ist Hammer. Das So, finde ich wir gut. haben noch einen Astronauten ausgebildet, der für neue Aufträge bereit ist. Wenn du Dann willst, bilde noch mal einen ein neuer. aus. Wir brauchen noch mehr. Wir bauen. Geil, geil. Grundmodul, Grundmodul, Grundmodul. Ja, das geht. Ich will's haben. Oha, Chef, wir brauchen jetzt nur noch die letzte. Was ist mit dir? Gut, dass du vorbeikommst. Was ist Die denn? Signalstärke nimmt laufend ab. Ah, Aber noch Scheiße. liegen wir ganz gut in der Zeit. Na gut, na gut. Warum rufst du mich Oha, dann, Chef. wenn's noch gut Bald aussieht? sind. Noch 5 Tage. Yay. Raumschiff fertig. Das Raumschiff Grundmodul fertig. ist fertig und steht im Lager bereit. Sehr gut. Jetzt können wir also eine Raumstation in eine Erdumlaufbahn schicken. Geil. Und dieses ist der erste Teil davon. Nicht übel, oder? Soll ich Nee. jetzt was anderes bauen? Und Ja. was sollen wir jetzt eigentlich bauen? Erstmal ein Ich warte. Kommunikationssatelliten. Wieder ein bisschen Geld kriegen. Hallo. So, Ah, lässt du beladen wir dich auch mal. mal wiedersehen? Wenn Ja, du sagst, das was. Grundmodul bitte hoch. Sollen wir die Einstein. Expedition Vier jetzt umarmen? Astronauten sind nötig. Wir haben 6 Stück, das ist gut. Dann schießt das mal ab. Kavum! Leute, jetzt wird's cool. Verspreche ich einfach mal so. So, gleich. Chef, wir haben hier einen frischen. So, Moment. Da Ich tut's weh. rufe die Erde. Die Oh! Raumstation ist in der Umlaufbahn installiert und alles läuft nach Plan. Sehr, sehr schön. Erster Teil der Raumstation in Umlaufbahn. Dies ist der erste Anfang. Stell dir Oh. mal vor, unsere Kollegen fliegen In gerade der durch den Raumstation. Weltraum. Es ist unfassbar spannend. Denk nur mal an die Forschungen, die wir da oben durchführen Ja, können. das ist geil. Ja, du hast wirklich dazu beigetragen, dass wir etwas in Gang gebracht haben, mein lieber Freund. Ja, danke schön. Super. Ja, dann gehen wir gleich mal hin. Hallöchen. Hallo, ich Hallo. bin Katrin und leite die Forschungsarbeiten in unserer Raumstation. Jetzt haben wir also zwei Ausgangspunkte für unsere Weltraumexpeditionen. Die Basis auf der Insel und diese Raumstation, die in einer Umlaufbahn um die Erde kreist. Ich habe mich noch nicht ganz an die Schwerelosigkeit gewöhnt, aber das gibt sich bestimmt bald. Was meinst du? Soll ich mit der Forschung anfangen? Ja, mach das mal. Längere Zeit im Weltraum Jetzt, aufhalten. wo wir unsere Oh, geht super gerade so. Raumstation haben, können sich hier Menschen für längere Zeit im Weltraum aufhalten. Mir geht es an und für sich gut hier, aber bevor wir noch mehr Leute hier hochschicken, sollten wir untersuchen, ob wir noch etwas anderes brauchen, damit Menschen hier für längere Zeit leben können. Okay. Ja, Mir geht's klar. gut, aber wir sollten trotzdem mal gucken. Sehr schön. Wie sieht's aus mit Sieh, dem. wir schuften und schuften. Ja, okay. Schuftet mal Der weiter. Bau kommt. Schuftet mal weiter. Wir Raumschiff brauchen fertig. noch So, mehr ich Geld. habe noch einen Kommunikationssatelliten konstruiert. Sehr Sag schön. du, was gebaut werden soll, und dann leg ich los. Forschungsmodul und Forschungsmodul, das brauche ich unbedingt. Aber erstmal die Mondlandekapsel und Ich erstmal war einen gerade beim Kommunikationssatelliten. Wir haben Kommunikationssatelliten. nicht genug Geld, um an. Au. Ah, hallo, wenn du sagst, was.
Ja, bitteschön. sehen. Kommunikationssatelliten. Ab die Post. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie der gestartet ist. Und noch mehr Satelliten. Ein Space Shuttle, bitte. Der Chef schon Und wieder. Sag du, was gebaut ein wird, ich komme. Kommunikationssatellit. Und Ah, ein hallo. Space Shuttle, bitte. Genau. Genau. Unser Kommunikationssatellit hat sein Ziel erreicht. Sehr gut, sehr gut, sehr Was? gut. Noch 57 Tage. Gibt's hier was? Hallo. Nö. Gibt's Oh, hier hallo. was? Nö. Gibt's hier Hallöchen. was? Nö. Gibt's hier Hallo. was? Na, so sieht man Naja, sich wieder. vielleicht. Aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen mit dem Geld sparen, weil das wird noch sehr teuer in Es läuft. Zukunft. Noch 13 Tage. Und dann bauen wir mal die Mondlandekapsel, Die damit wir Werkstatt kann hier neue auch Autos. So, mit unserem ich habe Signal neue ein bisschen haushalten, ne? Kommunikationssatelliten konstruiert und ins Lager gestellt. Sehr gut. Was meinst du? Was soll ich bauen? Jetzt eine Nachdem wir eine Mondlandekapsel. Forschungssonde zum Mond geschickt haben, könnte ich versuchen, eine andere Sonde zu bauen, die tatsächlich auf dem Mond landen kann. Sehr gut. Die brauchen wir. Wir warten hier drüben auf dich. Ah, So, sehr gut. sag mal, welche Ladung soll ich draufsetzen? Kommunikationssatellit natürlich. Okidoki. Okidoki. Yippie! Yay! Auf geht's, Freunde! Zawum! Sollen wir der Kiste mal Zunder geben? Wir brauchen noch weitere Satelliten. Sehr schön. Oha! Das Yeah! heißt Ich für bereite gerade uns den Start des jede Space Menge Shuttle Geld vor. zu kriegen. Herrlich! Wir können jede Menge Geld kriegen, wenn wir dann weiter Ein dranbleiben. Kommunikationssatellit hat seine Umlaufbahn erreicht. Sehr gut. Und Wir hier wird bauen. noch geforscht. 71 Tage. Sollen. Wir sind jeden. Noch 5 Tage. Sehr gut. So. Jetzt bin ich Fertig fertig. mit dem Ich Bau. habe eine Mondsonde gebaut. Eine Ja. Art Sonde, die wir zum Mond schicken. Nach der Landung sollen die Instrumente der Sonde uns nützliche Informationen über den Mond funken. Das ist gut. Wenn du ein So, was wir Raumschiff auf jeden Fall aussuchst, auch kümmere ich brauchen. mich darum, dass es in Spitzenqualität zusammengebaut wird. Wir brauchen die Reparaturausrüstung. Ja. Unsere Astronauten haben ja eine Spezialausbildung, damit sie ihr Raumschiff in der Schwerelosigkeit reparieren können. Jetzt könnte ich also eine spezielle Reparaturausrüstung entwickeln, die wir in einen Space Shuttle laden. Mit einem Space Shuttle, dieser Reparaturausrüstung und dem Wissen der Astronauten können wir Sachen reparieren, die kaputt gegangen sind. Zum Beispiel Satelliten, die nicht mehr funktionieren. Ja, oder die Weltraumstation. Dort kann nämlich auch mal ab und zu irgendwas So, passieren. jetzt sag mal, Und was das machen wäre wir? recht Jetzt blöd. haben wir viel zu viel aufgeladen. Damit kommen wir nicht weit genug. Was? Die ist zu schwer? Och, willst du mich doch verarschen? So ein Mist. Dann brauchen wir dann wieder so eine kleine Rakete. Ich hab dich. Scheiße. Dann müssen wir jetzt erstmal warten. Der Bau kommt. Der Bau kommt gut voran. Dann bauen wir jetzt erstmal noch einen Kommunikationssatelliten. Wir haben eine. Die Ja, bitte Reparaturausrüstung will ein jetzt eigentlich bauen. Ich baue Kommunikationssatellit. gern noch ein. Ja, so, dann schießen wir den Ich gleich rufe die weg. Erde. Der Oh! Forschungsauftrag ist beendet. So, Sehr gut. jetzt haben wir untersucht, was nötig ist, damit sich Menschen für längere Zeit im Weltraum aufhalten können. Ja, das ist Die schön. Raumstation macht es möglich, dass Menschen mehrere Jahre lang im Weltraum leben können. Forscher wie ich zum Beispiel können hier oben leben und Forschung betreiben, die auf der Erde nie möglich wäre. Ja, bist auch schon ein Jahr da oben, Experimente auf also. der Erde werden ja immer von der Anziehungskraft der Erde beeinflusst. Aber weil wir hier in der Raumstation schwerelos sind, können wir dieselben Experimente wie auf der Erde machen und sehen, was passiert, wenn das Experiment in der Schwerelosigkeit durchgeführt wird. Yeah. Allerdings müssen wir einiges bedenken, wenn Menschen für längere Zeit im Weltraum leben sollen. Muskeln und Skelett eines Menschen werden zum Beispiel viel schwächer, weil man sich ohne Anstrengung aufrechthalten kann. Wir gleiten ja nur umher. Ja. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, Ah, unsere Training Muskeln wieder. regelmäßig zu trainieren. Und noch etwas ist wichtig, wenn man längere Zeit im Weltraum lebt. Wir müssen versuchen, uns selbst zu versorgen. Jetzt müssen wir uns noch Nahrung von der Erde mitbringen und Sauerstoff künstlich herstellen. Aber wenn wir länger hier oben leben wollen, geht das natürlich nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, Nahrung und Sauerstoff auf natürlichem Weg herzustellen. Ja, das will ich sehen. Das war dein Forschungsbericht, sehr schön. So, jetzt wissen wir viel mehr darüber, was es bedeutet, längere Zeit hier oben zu sein. Auf längere Sicht müssen wir wohl versuchen, uns hier selbst zu versorgen. Aber wenn du willst, können wir auch jetzt schon die Raumstation ausbauen. Ja, Ich super. denke da an ein Modul, in dem Aha. wir Flugkörper erforschen können. Hier ist ja die Erdanziehungskraft viel schwächer und deshalb ist es einfacher, von hier einen Flugkörper zu starten. Ja, das stimmt, ne?
Dann warte doch mal die Raumstation. Wir arbeiten ja ziemlich viel hier in der Raumstation. Aber ohne Arbeit wird einem auch ganz schön langweilig. Hier oben gibt es ja sonst nichts. Ich gucke mir die Sterne an, aber das wird einem auch irgendwann langweilig. Ich könnte ja mal was konstruieren, damit die Zeit schneller vergeht. Vielleicht ein Computerspiel. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Na, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das mit dir, ob ich das jetzt machen soll. Andererseits hast du jetzt da oben eh nichts zu tun. Na gut, komm. Vielleicht kommt ja was bei raus. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr, ob da irgendwas Nützliches bei rauskommt oder nicht. Es läuft wie am Schnürchen. Ja, okay, läuft wie am Schnürchen. Es Dann läuft noch wie. 7 Tage. Sehr schön. Die Werkstatt kann neu. So, Neue ich habe Aufgaben, noch einen so. Kommunikationssatelliten konstruiert und ins Lager gestellt. Sehr gut. Soll ich jetzt was anderes bauen? Ja. Sag du, was gebaut werden soll. Bau mal ein Forschungsmodul Wir jetzt. könnten unsere Raumstation Was? mit Kostet einem natürlich ein Space Lab bisschen. ausbauen. Es handelt sich um eine Art Labor, das ich speziell für die Forschungsarbeiten in der Schwerelosigkeit entwickelt habe. Wenn wir das Space Lab an die Raumstation andocken, könnte Katrin dort sicher viele interessante Experimente machen. Ja, das stimmt wohl. So, und Ah, du dann bist ab Ben. mit Sag, was dem wir hochschicken wollen, wenn wir die Ex Kommunikationssatelliten. Sollen wir die Ex Ja, klar. Rock'n'Roll! Auf geht's! Wir feuern wieder mal! Feuer frei! Tschabum! So, kriegen wir wieder ein bisschen Geld rein. Oh, mittlerweile haben wir genügend Satelliten in der Umlaufbahn, um weltweit einen guten Empfang zu garantieren. Im Moment brauchen wir also keine weitere Hilfe. Schade. Du Na gut, dann bauen wir Klugscheißer, jetzt die das finde ich schön. Mehrstufenrakete. Schade, jetzt haben sie genügend Satelliten. Oh, das ist aber ärgerlich. Unser Kommunikationssatellit Oh, und ist da kreist unser angekommen. Teleskop ja auch noch hier. Unser Weltraumteleskop. So, Ich habe jetzt. hier wird gebaut, hier wird geforscht, alles im Ich habe grünen gerade. Bereich. Dann gucken wir mal, wann ihr fertig seid. Bist du bald Ich fertig? fertig. 37 Tage noch. Ach komm, Ich fertig. 10 Tage noch. Ja. Bist du gleich soweit? Komm. Oh, wir kriegen Alles ist Geld so. rein. Na also, eine Ja. neue Mehrstufenrakete ist fertig gebaut. Sehr Sag gut. mal, was willst du eigentlich in den Weltraum Die schicken? Mondlandekapsel natürlich. Rock'n'Roll! Auf geht's, Leute! Jetzt läuft's! Jetzt geht's los. Wusch. Yes. Gucken wir mal. Da fliegt die Rakete. Unsere Rakete fliegt auf den Mond zu. Guck dir Und das mal an. sie landet. Die Landung der Sonde auf dem Mond hat gut geklappt. Ah, Und sehr jetzt gut. hat sie anscheinend etwas gefunden. Sehr schön. Forschungssonde auf dem Mond gelandet. Exklusive Bildreportage von der kargen Mondlandschaft. Lieber Freund, auf dem Mondboden liegt wirklich ein fremder Gegenstand. Ich habe die Bilder gesehen, die unsere unbemannte Mondfähre aufgenommen hat. Ja. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist ganz fantastisch. Ah. Jetzt müssen wir mit unserem Projekt weitermachen. Es Ja, darf nichts klar. schiefgehen. Nein, darf es nicht. Wir bemannte Explosion zum Explosion, genau. Expedition zum Mond braucht man mehrere Astronauten und eine große Rakete. Okay. Werden wir uns eine große Rakete hier schon mal bauen. Die Cooles Ding. kostet Jetzt, wo wir natürlich die Raptor heftig. vergrößert haben, könnte ich noch eine Mehrstufen. Genau. Die kostet natürlich heftig. Oha, Chef. Oh, noch 3 Tage bist du dabei. Raumschiff fertig. Jetzt Raumschiff können wir das. fertig. Und was sollen wir jetzt eigentlich bauen? Eine bemannte Mondfähre Ich natürlich. glaube, wir wissen Oh, jetzt so viel, 1,2 dass ich Millionen. eine Mondfähre konstruieren kann, mit der wir eine bemannte Expedition zum Mond schicken können. Ja. Unsere unbemannte Landung hat uns die notwendigen Informationen über den Mond verschafft. Und unsere Astronauten haben trainiert, ein Raumschiff durch den Weltraum zu steuern. Das sind die Voraussetzungen für eine bemannte Landung auf dem Mond. Sehr Was gut. meinst du? Soll ich eine Mondfähre bauen? Ja, klar, baust du sofort. Oh, hi! Und Wenn du hier sagst, was schießen wir wir jetzt hochschicken sollen, das Forschungsmodul hoch. sollen wir die Expedition jetzt bemannen? Ja! Ja, Abschießen! Krabum! Krabum-bum-bum! Aber jetzt haben wir schon wieder kaum noch Geld. Und wir kriegen auch keins mehr rein jetzt, weil natürlich jetzt unser Auftrag nicht mehr aktuell ist. Die kriegen kein Geld mehr. ich rufe die Erde. Ah! Wir haben die Raumkapsel angekoppelt. Oh ja. Oh, wir haben erfahren, dass ihr ein Labor in der Erdumlaufbahn gebaut habt. Für unsere Produkte verwenden wir oft Kristalle. Wir glauben, dass man in Schwerelosigkeit Kristalle in besserer Qualität herstellen kann. Wenn ihr in eurem Weltraumlabor eine Partie Kristalle herstellt, bezahlen wir euch 3,5 Millionen. Hanna Karls? Ja, super. Wir brauchen eh gerade einen Auftrag. Ist doch herrlich. Unsere Forschung nähert sich dem. Ah, noch Ich 3 Tage. rufe die Tage. Erde. Ja. Haha, ich Aha. bin fertig damit. Okay. Jetzt haben wir uns ausgedacht, wie wir das Leben hier oben witziger machen können. Es ist gar nicht so teuer. Das verspreche
verspreche ich dir. Nur ein paar Bücher und Computerspiele und so. Ja. Das ist alles? War super. Ich habe mit Steve und Sabine geredet. Sie Ja? haben versprochen, beim nächsten Mal die Sachen mitzuschicken. Cool. Geil. So, perfekte Kristalle herstellen. Dann machen wir auch gleich. Meist sind wir hier oben Au. Ja schwerelos. Das bedeutet aber auch, dass wir einige... Astronauten einfrieren, könnte ich forschen, aber das ist scheiße. Weil das ist auch wieder so ein sinnloses Produkt. Projekt. Wir haben Probleme mit einer Konstruktion. Ihr habt Probleme? Ich habe da ein kleines Problem, Chef. Ja. Ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie wir auf dem Mond landen können. Na, mit Deshalb der Raumfähre. Mit dem ich meine Ideen ausprobieren kann. Mhm. Ich glaube, ich habe eine gute Idee, aber ich brauche Hilfe bei der Feinaussteuerung der Landung. Na das gut, komm, super, ich helfe dir mal, ne? Könntest, ja, mach ich. Ganz schön kompliziert. Klaro, ich helfe dir. Oh, super, Gas geben nach links, nach rechts. Jetzt müssen wir nur noch einen ebenen Landeplatz finden, wo man weich und sanft landen kann. Ganz okay. oben rechts siehst du eine Tankanzeige. Wenn der Treibstoff alle ist, kann sich die Mondfähre nicht länger oben halten. Na super. Unten rechts siehst du den Geschwindigkeitsmesser. Es kommt darauf an, bei der Landung möglichst langsam zu fliegen. Sonst geht die Mondfähre kaputt. Okay? Logisch. Dann losgehen. Logisch. Ah, na gut, das ist ja noch simpel. Ha, Klasse. Gelandet! Das hat ja super geklappt. Wunderbar. Wenn du jetzt noch so eine tolle Landung hinlegen könntest, wäre die Sache perfekt. Dann kann ich die Mondfähre richtig justieren. Na, gucken wir mal. Oh. Ah, nein, ich bin noch gelandet. Versuch mal bei der nächsten Landung ein bisschen vorsichtiger zu sein. Bin ich doch. Na gut, die Landung kriegen wir wieder hin. Das so, hast du gelandet. Gut. Jetzt würde ich gerne noch eine Landung sehen, noch eine. Damit ich alles genau einstellen kann. Okay, komm. Oh, oh. Wie gut. Gelandet! Jetzt habe ich mir genau yes. angeguckt, wie du es gemacht hast, damit ich die Konstruktion so justieren kann, dass unsere Astronauten auf dem Mond landen können. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das finde ich schön, dass du das machst. Jetzt hoffe ich, dass wir jetzt bald wieder die Millionen reinkriegen. Wir haben eine neue Konstruktion Aha, entwickelt. Neue Konstruktion. Unsere Mondfähre ist fertig. Das sehr ganze gut. Landegerät besteht eigentlich aus verschiedenen Teilen. Sag du, was gebaut werden Ein soll. Biotopmodul könntest du ich bauen für 1,6 Millionen. Raumstation bauen. Es funktioniert ungefähr wie ein großes Gewächshaus. Und wenn Katrin mit Pflanzen experimentiert, findet sie bestimmt heraus, unter welchen Voraussetzungen man sich richtig lange im Weltraum aufhalten kann. Mit Essen und so. Super. Sag du, was gebaut? Ja, erstmal nichts. Hier müssen wir noch warten, noch 25 Tage. Na? 3 Tage. Okay. Alles ist auf Herz und Nieren geprüft. Sehr schön. Dann geht's jetzt los. Sagst, was wir hochschicken sollen, Bemannte Mondfähre. Vielleicht 3 Astronauten müssen da rein. Auf geht's, Leute! Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Oh, das Signal wird auch schon mächtig schwach. Wird Zeit, dass wir zum Mond kommen. Aber das ist ja erst das erste von 3 Teilen. Aber da ist er schon! Hallo Erde! Hey! Wir haben den Mond erreicht und genau in diesem Moment macht sich die Mondfähre bereit zur Landung. Yay! Die Landung hat anscheinend geklappt. Jo. Okay, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Aha, das Teil. Liebes Tagebuch. Heute sind meine wildesten Träume Wirklichkeit geworden. Unsere Astronauten sind auf den Mond gelandet und haben den Gegenstand gefunden, der die Radiosignale gesendet hat. Wie ich mir gedacht hatte, stammt er von der Explosion, die ich beobachtet habe. Es scheint sich um einen Teil einer Sonde zu handeln. Unglaublich, aber wahr. Wir sind nicht allein im Universum. Außerdem haben wir eine Mitteilung gefunden. Das Problem ist nur, dass wir sie nicht lesen können. Es scheint, als würden 2 Drittel fehlen. Irgendwo in unserem Sonnensystem müssen noch 2 zerrissene Teile existieren. Unsere Suche ist also noch nicht zu Ende. Nein, das ist sie nicht. Mein lieber Freund, wie ich gedacht hatte, handelt es sich bei dem Gegenstand auf dem Mond in Wirklichkeit um eine Sonde aus einem anderen Sonnensystem. Ja. Das bedeutet, wir Menschen sind im Universum nicht allein. Dass wir so weit gekommen sind, haben wir nur dir zu verdanken. Die Frage ist, was wir jetzt tun.
Es sieht so aus, als müssten wir noch zwei solche Teile finden. Wir müssen mit der Suche beginnen. Die Teile können ja irgendwo in unserem Sonnensystem liegen. Das stimmt. Können Sie. Hier sind auch noch drei Astronauten im Spezialauftrag. Ja, super. Sie kommen auch gerade zurück. Und ich würde sagen, wir beenden einfach die Folge jetzt, weil das doch sehr schön ist hier. Ein sehr schöner Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich würde sagen, es hat euch hoffentlich gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.